Ich bin hier an der Pegelmessstation an der Oof in Gmünd. Hier war das große Hochwasser im Juli 2021. Die Tür am Pegel hinter mir, da sieht man das Schild, wie hoch das Wasser gestanden hat, also weit über meiner Kopfhöhe. Dieser Pegel war schon 10 Tage nach dem Hochwasser wieder in Betrieb, ist seitdem technisch optimiert worden, digitalisiert worden. Das ist ganz wichtig, dass wir solche Pegelmessstationen, von denen wir knapp 300 in Nordrhein-Westfalen haben, dass wir die ausbauen. Das haben wir schon getan. Wir werden weitere Pegelmessstationen machen, um rechtzeitig die Informationen zu bekommen, wo ein Hochwasser entsteht, um Menschen rechtzeitig warnen zu können, damit es nicht wieder wie hier in der Eifel passiert, dass am Ende sogar Menschen sterben und ganze Ortschaften zerstört werden. Das ist Teil unseres Hochwasserschutzkonzeptes, wo wir die Lehren aus der verheerenden Flut vom Sommer 2021 ziehen. Die Landesregierung steckt da eine ganze Menge Geld rein, zusätzliches Personal, damit wir auf das nächste Hochwasser vorbereitet sind.